Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe jetzt einfach mal den Abend abgewartet, denn die Nacht, ich glaube, das wäre jetzt zu langweilig gewesen, wo ich nur hier oben auf dem Dach rumkrieche und quasi abwarte, bis es 4 Uhr wird. Das haben wir jetzt gleich auch erreicht. Kurz vor 4, jetzt gleich müsste unsere schöne Musik kommen. Da war sie. Der Morgen ist erwacht. Ich würde sagen, wir können hier runtergehen. Und dann gehen wir mal gucken. Nehmen wir die hier auf jeden Fall mit. Und dann gehen wir mal noch kurz nach Süden gucken, was es hier hinten noch gibt. Ob wir hier noch irgendwas finden, irgendwas Interessantes. Irgendwelche nützlichen Gebäude oder so, wo wir vielleicht gut unterkommen könnten. Und ich sag ja so, bisher ist das nicht so alles das Hundertprozentige. Wir müssten uns erstmal einen Schlafsack machen, auf jeden Fall. Das habe ich eben nicht durch blöden Zufall gesehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint er beim letzten Speichern unseren Schlafsack nicht so recht genommen zu haben. Ja. Sein, ey, wie fällt denn so ein kleines Schweinchen hier aus? Damit wir hier nicht, falls wir sterben, irgendwie so, ja, ich sag mal, was weiß ich, wo stranden. Würde ich sagen, schmeißen wir hier jetzt nicht gleich mal einen Schlafsack hin. Haben wir mal hier. So, kann da erstmal liegen bleiben. So, das war das Reh. Das nehmen wir auch nochmal schnell hier mit. Haben wir auf jeden Fall schon mal wieder so einiges an Fleisch. Boah, ist das Sound wie laut von dem Fleisch rausnehmen. Das Haus sieht auch irgendwie cool aus. Aber ist wahrscheinlich auch komplett aus Holz, ne? Also ich meine, irgendwie hat der manchmal bei mir beim Zielen doch ein leichtes Problem. Wenn ich so mit rechts anvisiere und das, ich sag mal, so zu schnell mache, dann nimmt er das nicht. So, Munition wieder mit. Da liegt auch schon wieder so eine Leiche. Oh. Sehen, ist hier Wasser drin? Wow, kommt den weg! Bandage benutzen, ey. Junge Mädel, ey, du hast uns hier aber ganz schön erschrocken. Da lieb. Schon nächste Schrei halt. Vorbei, ey.
dir gleich mal reparieren. Ja, guck. Das ist ziemlich dünnes Material. Da war gerade hier die... Oh. Nächste Tante anflitzen. So, erstmal jetzt nach Süden. Wir müssen hier jetzt ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwo ein interessantes Haus finden. Das Haus sieht ja cool aus. Also auf jeden Fall so auf der Entfernung. Hier gibt es auf jeden Fall einen schönen See. Wir können da so mitten auf der kleinen Insel da auf dem See sonst gemütlich machen. Das hätte doch auch mal was. Das hat zwar gut Stein, aber es ist einfach zu groß. Wie soll ich das Riesengebäude denn jemals verteidigen können? Zumal ja noch dazu kommt, dass es innen ja wahrscheinlich nicht einfach irgendwie ein großes Gebäude. Dann dauernd rum, komm her. Sagen wir mal still hier. Ich gehe dahin, wo ich möchte und nicht, wo du meinst. Leicht. Boah, yeah, da kommt auch direkt hier Big Muddy. Leg dich hin da. Schön ins Bein. Schön vorbei. So, gib mal Pfeile her. So, kann ich jetzt in Ruhe weiter gucken. Da ist der schon erstaunlich, was die Leute hier so begraben werden, ne? Beziehungsweise was die so in ihrem Sarg liegen haben. Nee. Bleib doch einfach liegen. Der hat den Pfeil im wahrsten Sinne des Wortes gefressen. Oh, vorbei.
Den hat's erwischt. Und da wäre der andere Eingang gewesen, aber wie. Der hat hier aber ja lang. Bleib doch raus hier, seine Kirche, habt ihr nichts zu suchen. Oh, oh. Das war knapp. Oh. So. Kommt schon wieder der nächste von hinten, oh wart. Mit der Kopf. Na, ich sag mal so. So ganz schlecht ist die Kirche hier nicht. Die markieren wir uns mal hier auf der Map. Wegpunkt speichern. Eventuell nennen wir es einfach mal. Die wäre vielleicht was. Jetzt haben wir hier Sand. Hier ist eine Baustelle. So, gehen wir hier nochmal gucken. Man könnte in der Kirche schließlich das so oben hin bauen oder so. Also quasi sich wie so eine kleine Fläche da basteln, wo man sich draufstellen kann, wo man unterkommen kann. Von mir aus soll man dann vorne durch reinkommen. Und wenn sie dann nicht vorne sind, dann hier. Da dann alles quasi voll mit Fallen bauen. Tausendzweihundert, hier ist das wahrscheinlich ähnlich, ne? Wow, nicht schon wieder einer. Mann, die erschrecken einen, Leute, aber auch. Warum gießt das hier denn jetzt so, oder? Schon dabei. Mach dir mal keine Sorgen. Ich komme schneller, als du denkst. Was haben die Säulen denn so? Oh, das sind nur einfache Holzsäulen. Ja, weiß ich noch nicht. Ist auch noch nicht das Allerbeste. Schön wäre hier tatsächlich, dass hier relativ viel Wasser überall im
Umkreis ist. Aber das wär's dann auch schon fast, ne? Ja, wir schleppen schon wieder zu viel irgendwie mit. Kann ich das nicht so machen? Ja, geht doch. Ist das hier genau so ein Gebäude, wie wir schon mal hatten? Ja, ne? Ja, genau, das ist genau das gleiche, wie wir schon mal hatten. Ach, Quatsch. Lass mal rausnehmen da. Ich hab schon wieder M gedrückt, weil ich eigentlich immer auf der Karte gucken wollte, wo wir jetzt sind. Da, jetzt laufen wir. Hier ist auch wieder verbranntes Biom. Naja, da will ich definitiv nicht drinne bleiben, in so einem Biom hier. Das muss nicht sein, das ist einfach zu ätzend, dieses Biom. Die ganzen Verbrannten hier. Nee, das möchte ich nicht. Da möchte ich definitiv nicht rein. Da ist ein Bär. Ja, schnell besser ein bisschen erstmal in diese Richtung flüchten. Ich glaube, wir haben uns zum Glück nicht entdeckt. Okay, hier ist nichts weiter mehr. Gucken wir da gleich nochmal hin, wa? Hier nochmal. Ja, hier ist auch überall nicht so wirklich was, ne? Also. So ganz toll ist das hier irgendwie alles nicht. Schlecht aus das Haus, aber auch viel zu groß. Tag, Cowboy. Das Haus fliegt schon wieder. Was passiert, wenn ich jetzt theoretisch so drauf gehe? Bricht das dann ein? Na, Moment. Ich dachte, das bricht vielleicht ein. Klappernden Dinger, also. Ist das ein Reh oder ist das ein Hund? Ja, das ist glaube ich ein Reh, oder? Ist das ein Hund? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich würde sagen, wir laufen lieber besser ein Stückchen weg. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Muss es doch irgendwo mal was Tolles geben, ey. Das kann doch gar nicht sein. In der Richtung kamen wir so gesehen. Da laufen wir wieder Richtung Bettrolle. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob hier... Ah, ist auch nichts Berauschendes. Gucken wir nochmal kurz in die Richtung. Tag. Jo, hier siehst du mal, wie er vorbei war. Da ist auch nichts richtig mehr. Wir
Ich sag mal, laufen wir hier mal so schräg nach Norden, Nordwesten, Norden. So um den Dreh. Was haben wir hier denn für ein Gebäude? Ach, das ist dieses komische Holzgebäude, auch nur aus Holz, ne? Also ich meine, so wenn ich ganz ehrlich sein, also so diese Generierung der Random Maps, das hatten die irgendwie in der, in Anführungszeichen, älteren Version 16 ein bisschen besser drauf. Da kam mir das vor, dass ich nicht so oft irgendwie fliegende Häuser gesehen habe. Da war wohl auch mal hin und wieder etwas zu sehen, was nicht so ganz sauber gerendert war, aber es war nicht so extrem wie hier momentan. Naja, schauen wir da nochmal weiter. Oh, hier liegen natürlich gerade ziemlich viele Nester. Die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir alle mit. Gucken wir mal weiter, wa? Ihr Lieben, wir sind hier auch am Ende einer Folge. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter gucken, ob wir da hinten noch ein bisschen was finden. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.